Servus, liebe Freunde der gepflegten War Thunder Unterhaltung. Ich bin Raibun und ihr habt es im Titel schon gelesen. In diesem Video geht es um die von Gaijin geplanten BR-Anpassungen im Spiel, die uns im Juli 2017 erwarten können. Geplant heißt es ja immer, ja, also da kann sich tatsächlich auch kurzfristig noch etwas ändern, aber in der Regel ist es ja bisher dann auch immer so gewesen, dass eigentlich dann gar nichts mehr geändert wurde, beziehungsweise dann nur marginale Änderungen kamen. Insofern können wir eigentlich aus der Erfahrung raus schon davon ausgehen, dass die Anpassungen, die jetzt im offiziellen Forum gestern, glaube ich, angekündigt wurden, auch so dann entsprechend umgesetzt werden. Ich beschränke mich hier nur auf die Bodenfahrzeuge, auf die Ground Forces, auf die Panzer und nicht auf die Flugzeuge, die auch an der einen oder anderen Stelle in der einen oder anderen Nation eine BR-Anpassung erfahren haben. Ihr findet aber den Link zum Forenthread unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann alles genau durchlesen. Und wir fangen bei den Amerikanern an. Nein, keine Sorge, der M60 AOS bekommt keine BR-Anpassung, der bleibt auf 8.0, da bleibt ja nicht mehr viel, den hätten sie dann nur runtersetzen können, sondern es geht, wer hätte es gedacht, natürlich, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, um, na klar, den M46 Tiger, beziehungsweise den M46. Ja. Und warum, wieso, weshalb ist das Ganze so? Viele haben ja schon spekuliert, als der Panzer im letzten Update die Heat FS bekommen hat, haben ja schon einige gemunkelt, beziehungsweise auch gemutmaßt, hey, dann ist es ja dann hoffentlich auch irgendwann so oder wahrscheinlich irgendwann so, dass der Panzer eine BR-Anpassung bekommt. Die wird es jetzt dann auch im Juli geben. Der M46 Tiger wird im RB ein Battle Rating dann jetzt haben von 7.0 und ich meine, das hat er jetzt auch schon im AB. Wir gucken da einfach mal gerade ganz kurz rein. Der M46 Tiger, ja, im AB hatte er dieses BR schon etwas länger, von daher für diejenigen unter euch, die ausschließlich AB spielen oder ab und zu AB spielen, die sind dann sowieso schon entsprechend dran gewöhnt, wenn sie ihn im AB denn gespielt haben und im RB ist der M46 Tiger, beziehungsweise der normale M46, dann künftig, wenn das Update zu den BR-Anpassungen kommt, dann jetzt 7.0. Wie im AB. Gut, das ist jetzt tatsächlich, sage ich jetzt mal, keine große Überraschung. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, es ist doch schon ein Unterschied, ob ich jetzt im RB auf maximal 7.7er Panzer oder dann auf 8.0er Panzer treffe. Weil, wenn wir uns das einfach mal anschauen, wenn ihr zum Beispiel jetzt gegen Russen gematcht werdet, dann habt ihr natürlich im Bereich 8.0 Panzer, ein Panzer wie einen T10M, einen T62, ja, oder auch eine ZSU-23-4. Gut, die ZSU-23-4 ist jetzt eigentlich eher, ja, was den Beschuss angeht, hält die jetzt auch nicht alles ab. Aber wenn ihr dann schon auf einen T62 trefft oder auch auf einen T10M, ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Auch wenn ihr Heat FS in diesem Panzer habt und die Heat FS eine entsprechende Durchschlagsleistung hat, die, ja, ich sag jetzt mal tatsächlich zumindest auf 6.7 ihresgleichen sucht mit 305 mm, da kommt man natürlich auch in Bereichen bis 7.0 auch gut mit. Bei 8.0 wird man dann tatsächlich mal schauen müssen. Ihr habt ja wahrscheinlich auch mein letztes Video gesehen, das ich zum M46 mit der Heat FS gemacht habe. Also ich persönlich sage, die Heat FS taugt nichts auf dem Panzer. Die funktioniert einfach nicht so, wie sie soll. Aber gut, das mögen vielleicht andere von euch anders sehen. Ich finde jetzt durch die Anpassung auf 7.7, die dann kommen wird, dass der Panzer dann maximal auf 8.0 treffen kann, gut, ist schon eine Sache, die war aber jetzt nicht unerwartet, sprich also, das ist jetzt nicht so die große Überraschung. Dann schauen wir mal, was haben wir noch? Die Deutschen bekommen auch eine BR-Anpassung, und zwar der KV-1B der Deutschen, also der Beute-KV, wird runtergesetzt vom Battle Rating 4.3 im RB auf Battle Rating 4.0. Achtung, bitte nicht verwechseln, es handelt sich dabei nicht um
diesen KV hier, den ihr bei den Deutschen auf 5.0 findet. Nein, es ist nicht der KV1B756R, nein, sondern es ist der Beute KV1B. Ich meine, das ist der, der bei den Deutschen auch die zusätzlichen Panzerplatten hat, auch am Turm. Ich selber habe ihn nicht, deswegen kann ich ihn euch jetzt hier nicht zeigen, aber für diejenigen von euch, die ihn haben, ich glaube, es ist ein Eventfahrzeug gewesen, die werden schon wissen, okay, alles klar. Ich denke, so wie ich ihn einschätze und wie ich ihn auch schon in einigen Videos gesehen habe, dass diese BR-Anpassung auf jeden Fall klar geht. Bei den Russen gibt es auch eine Anpassung, ein einziger Panzer, und zwar sowohl im AB als auch im RB wird das Objekt 268. Das ist auch einer der Panzer, die mit dem letzten Update ins Spiel reingekommen sind, wird das Objekt 268 runtergestuft, und zwar von Battle Rating 7.7 auf Battle Rating 7.3. Da ich den Panzer noch nicht habe, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das gut ist oder schlecht ist. Deswegen bin ich hier tatsächlich ganz wertneutral. Bei den Japanern gibt es auch eine Anpassung, und zwar der Typ 60 ATM. Ja, dieser wunderbar herrliche, ich glaube, eher unbeliebte Raketenpanzer der Japaner wird um ein ganzes Battle Rating nach unten gesetzt. Sowohl im AB als auch im RB, jetzt auf 8.0 geplant für die Anpassung im Juli für ein neues Battle Rating von 7.0. Ich kann hier nicht genau einschätzen, ob das Sinn macht oder nicht. Ich kann hier auch wieder mich nur auf das verlassen, was ich bisher auch schon in Videos gesehen habe von anderen War Thunder YouTubern. Und da war es tatsächlich so, dass die Töne über diesen Panzer eher schlecht waren. Gerade auch, was es anbelangt, wenn euer Besatzungsmitglied, wenn der Richtschütze halt eben tot ist und dann nicht wieder ersetzt wird, dass ihr dann natürlich nicht mehr schießen könnt und damit dann der Panzer eigentlich nutzlos wird mit einem Mal. Also ich denke, das wird schon so auf 7.0 ganz in Ordnung gehen, wobei er dann natürlich auch klar auf 8.0er Panzer trifft. Also ich denke, in diesem Rahmen bewegen wir uns, wo man sagen kann, ja okay, ob es ein 7.0 ist oder 8.0 ist, ist eigentlich relativ egal. Der einzige Vorteil ist, dass er dann, wenn er High-Tier ist, dass er dann auf 6.0er Panzer treffen kann in Zukunft. Und da wird es dann wahrscheinlich, ja, zumindest für die anderen ein bisschen kritisch. So, und jetzt kommen wir zur letzten Anpassung, die für die Ground Forces, für die Panzerfahrzeuge, angedacht ist für den Juli. Und das war tatsächlich für mich persönlich eine ziemliche Überraschung, das muss ich ganz ehrlich zugeben, denn es geht um den FV4202. Ihr wisst es, der FV4202 bei der Einführung ein absolut brachialer Panzer, ein absolutes Brett, gerade natürlich auch, was die Panzerungswerte angeht, denn der Turm ist ziemlich hart, gerade hier im Bereich um die Kanone, hier im Bereich am Turmdrehkranz, hier links von der Kanone, rechts von der Kanone, dann hier diese Bereiche, die wirklich, wirklich hart gepanzert sind. Hier an der Seite ist es jetzt nicht mehr ganz so stark, allerdings ist das, durch die Anwinkelung der Panzerung wird das dann auch wieder relativ stark. Also von vorne am Turm ist es tatsächlich so, dass der Panzer einiges bouncen kann, obwohl es tatsächlich auch so ist, dass ihr hier oben durch die Anwinkelung des Turms hier oben nicht immer Glück habt, dass ein Schuss bounce, sondern es hier tatsächlich auch mal an der einen oder anderen Stelle zu einem Overmatch kommen kann und ihr hier doch tatsächlich One-Shot rausgenommen werden könntet. Und das, obwohl die Platte an sich schon angeschrägt ist und der Panzer nach hinten ein Stückchen runter geht, dass also die Platte nochmal ein Stück angewinkelt ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, der Panzer ist auch nicht unzerstörbar, aber ihr beißt euch natürlich, wenn ihr dagegen kämpft, tatsächlich schon, zumindest wenn der Panzer auch Hulldown steht, weil über die Wandpanzerung brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich zu sprechen. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Mit maximal 122 mm hier vorne und hier unten mit 131 mm. Da
ja, hilft euch tatsächlich auch eigentlich nur die Anwinkelung, aber es geht auch genug Munition hier vorne durch. Wenn ihr allerdings Hull Down steht, dann hält der Panzer auch schon das ein oder andere aus. Auch wenn ihr den ein oder anderen Schuss von der Seite kassiert, platzt ihr nicht gleich instant, aber das ist auch tatsächlich, ja, so ein bisschen auch eine Glückssache. Der Turm auf jeden Fall beim FV4202, das stärkste Gut, was ihr habt. Und natürlich die Kanone. Die 8,4 cm 20 Pfünder ist ein absolutes Brett, muss man ganz ehrlich so sagen. Und die entsprechenden Durchschlagswerte, die ihr da habt, mit der Shot Mark 1. Und ihr wisst es selber, die Shot Mark 1 ist neben der klassischen HE-Munition die einzige Munition, die der Panzer hat. Wir lassen jetzt mal die Rauchgranate außen vor. Und damit habt ihr, wie ihr das hier schon in der Statcard sehen könnt, Pen-Werte zwischen 203 und 218 mm, je nach entsprechender Entfernung zum Gegner. Und das ist auf 6.0 schon ein ordentliches Brett, vor allen Dingen, wenn der Panzer High-Tier gematcht ist und ihr dann auf 5.0er Panzer trefft. Also da nehmt ihr mit dem FV4202 schon vieles auseinander, zumindest das meiste. Und auch auf 7.0 könnt ihr damit noch gut mithalten. Ich denke da zum Beispiel jetzt dran, wenn ihr auf einen Panther 2 trefft oder wenn ihr auf einen Tiger 2 mit der 10.5er trefft auf 7.0. Ja, also ihr habt tatsächlich mit diesem Panzer genug Möglichkeiten, eure Gegner zu penetrieren, selbst wenn der Panzer Load hier ist. So, und jetzt ist es allerdings so, dass der FV4202 sowohl im AB als auch im RB angepasst werden soll. Und zwar von einem Battle Rating, was wir jetzt haben mit 6.0, auf ein Battle Rating mit 6.3. Tja, das sind zwar jetzt nur 0,3 BR Punkte Unterschied. Allerdings, und wenn man das mal jetzt bedenkt, ja, in meinen Augen ist der Panzer jetzt nicht der mobilste, gerade zum Beispiel auch was den Rückwärtsgang angeht. Aber ja, es ist halt eben einfach so, dass das absolute Pfund dieses Panzers eben seine Kanone ist und die Durchschlagsleistung. Und dass Gaijin wahrscheinlich deshalb überlegt, ihn anzupassen. Denn wenn wir mal einfach auf die Stats des Panzers gucken, ja, ich habe hier mich jetzt mal bei Thunderskill, das kennt ihr mit Sicherheit, die Seite habe ich mich jetzt mal umgeschaut. Da könnt ihr ja die Fahrzeugstats einsehen, also die Ingame-Stats, wie der Panzer gespielt wird. Wichtig hierbei ist natürlich, dass bei diesen Stats nur berücksichtigt wird oder nur Spieler berücksichtigt werden, die auch die Seite nutzen. Trotzdem sind das relativ viele und trotzdem kann man hier auch schon einen ganz guten Trend erkennen, wie der Panzer denn genutzt wird. So, und ich habe mir das Ganze jetzt mal angeschaut und es ist jetzt tatsächlich so, dass der FV4202 ja, eine Winrate im RB von 78% hat und im Schnitt machen die Spieler mit diesem Panzer, wenn sie ihn fahren, 2 Kills pro Runde. Gut, wir wissen jetzt natürlich, dass die Briten an sich in der Verteilung mit ihrer APDS-Munition auf anderen Panzern natürlich auch extrem stark sind und ich glaube, die Winrate von den Briten im Allgemeinen recht hoch ist. Deswegen würde ich die Winrate von 78%, was immerhin mehr als 3 von 4 Schlachten sind, würde ich tatsächlich jetzt nicht so sehr überbewerten. Ganz im Gegenteil. Der Wert ist schon hoch, machen wir uns nichts vor. Aber die Kills pro Runde sind natürlich ja, im Schnitt mit 2 Kills pro Runde jetzt nicht so eklatant hoch. Ich habe mir auch mal angeschaut, wie beliebt der Panzer bei den Spielern ist. Bei den Briten liegt er momentan laut Thunderskill auf Platz 4 und bei allen Fahrzeugen, die die Ground Forces betreffen, von allen Nationen kumuliert, liegt der Panzer auf Platz 17. Also noch in den Top 20, aber er ist jetzt nicht so dicke dabei, dass man sagen könnte, das ist natürlich eine Rechtfertigung. Ja. Da ist der Carnarvon tatsächlich noch beliebter. Ja, ich glaube, der führt die Liste sogar an. Und ja, ist natürlich klar. Ein Heavy Tank hat auch die 20-Pfünder-Kanone drin, hat aber tatsächlich, ja, wirkt tatsächlich mit der APDS-Munition, die er hat, natürlich wesentlich stärker.
Jetzt ist natürlich die Frage, die auch in dem Forum-Thread schon aufgekommen ist, wird der FV4202 dann, wenn er auf 6.3 angehoben wird, denn auch dann APDS-Munition für die 20 Pfünder bekommen? Dazu hat sich Gaijin noch nicht geäußert. Ist natürlich eine Frage, ist natürlich eine entsprechende Spekulation, die man machen kann, denn wenn wir mal ehrlich sind, schauen wir mal, auf was der Panzer dann treffen kann. Das wird natürlich bei den Deutschen, sage ich jetzt mal, ja, jetzt nicht so hart werden. Ja, was haben wir bei den Deutschen? Wir haben bei den Deutschen auf 7.3 tatsächlich nur den Jagdpanzer 4.5. Also wir gehen jetzt halt davon aus, dass wir jetzt am Low-Tier gematcht werden. Also können wir natürlich genauso auch schon wie vorher auf alles treffen, was natürlich ja, ab 6.0 aufwärts ist, beziehungsweise jetzt, Entschuldigung, beziehungsweise jetzt, was alles ab 6.3 aufwärts ist. Und da werdet ihr wesentlich häufiger auf einen Tiger 2P treffen, auf einen Jagdpanzer, auf den Tiger 2H, auf den Ferdinand und dann an der einen oder anderen Stelle, zumindest bei den Deutschen, auf den Jagdpanzer 4.5. Ja, natürlich Kugelblitz, Tiger 2 mit der 10.5er, Panther 2, also das sind alles so dann Panzer, auf die ihr wesentlich häufiger treffen werdet. Es wirkt sich natürlich wahrscheinlich ein bisschen eklatanter aus, wenn ihr gegen Russen spielen müsst. Da trefft ihr dann auf T-54 von 1947, IS-3, Su-122-54, das sind alles so Panzer und auch wesentlich häufiger auf Panzer wie den IS-6, das sind halt so Panzer, ja, beißt man sich tatsächlich dann schon teilweise die Zähne aus, natürlich seid ihr natürlich mit 6.0 auch schon auf so Panzer wie den IS-6 getroffen oder auch das Objekt 906. Aber jetzt, wo ihr dann auch auf so Panzer treffen könnt wie den T-54 von 1947 und den IS-3, wird das tatsächlich mit der normalen Schottmunition, die dieser Panzer hat, schon wirklich, wirklich schwer. Und deswegen bin ich gespannt, ob es für den FV4202 dann eventuell auch die APDS-Munition gibt. Ich persönlich denke, das wird nicht der Fall sein. Ich denke, da wird Gaijin sagen, nö. Der wird auch mit seiner ganz normalen, Shot Mark 1 Munition über die Runden kommen, wenn er Low Tier gematcht ist. Das muss man natürlich dann wieder entsprechend abwarten, wie das Ganze sich dann entwickelt und was Gaijin da dann noch macht. Nichtsdestotrotz finde ich, ist die BR-Anpassung des FV4202 hier die größte Überraschung. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie sich der Panzer dann entsprechend spielen wird, wenn er dann natürlich auf Panzer trifft, die über 7.0 liegen. Sagt mir gerne mal eure Meinung dazu, wie die BR-Anpassungen bei euch angekommen sind, die Gaijin für den Juli 2017 plant. Einfach damit runter in die Kommentare. Meine Meinung habe ich ja jetzt kundgetan. Eure interessiert mich natürlich dafür auch. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr wisst, wie es geht. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, hey, dann freue ich mich natürlich auch über ein entsprechendes Abo. Es ist nur ein Klick entfernt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterzocken. Macht's gut, euer Raibun.